أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم. في نحرها، في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل المهيب. في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir freuen uns, wieder in dieser Moschee zu sein. Alhamdulillah Rabbil Alamin, freut uns das immer, dass wir diese strahlenden Gesichter sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in der Dunya und in der Akhira strahlende Gesichter geben, auf dass wir zu den Erfolgreichen gehören. Und das Thema, was ich heute für euch gewählt habe, Wallahi al-Azim, ist in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Thema, liebe Geschwister. Wir sehen in der heutigen Zeit, dass es Leute gibt, die ein schlechtes Denken über Allah haben. Möge Allah uns bewahren. Und wie viele von uns kennen ihren Herrn Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Und darum haben sie eine schlechte Vermutung über Allah. Sie denken schlecht über Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und dieses nur aus dem Grund, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala niemals richtig kennengelernt haben. Und wie will man erreichen, dass Allah einem liebt, wenn man schlecht über ihn denkt? Der Muslim, liebe Geschwister, er kennt seinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala und er weiß, dass dieser Herr Allah subhanahu wa ta'ala nur das Beste für ihn möchte, wenn er gläubig ist. Wenn er gläubig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu diesem Diener als der Diener zu sich selber. Das sollte jeder Diener Allahs über seinen Herrn kennen. Allah subhanahu wa ta'ala. Und es passieren in unserem Leben Dinge, liebe Geschwister, wo wir nicht sofort verstehen, warum dieses so geschieht. Allah ist allweise, al-Hakim. Und so passiert nichts, außer dass er subhanahu wa ta'ala eine Weisheit in diese Sache legt. Und wer Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise treffen möchte, der lernt ihn kennen. Der lernt Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Und wer immer eine gute Vermutung über Allah hat, so ist Allah, wie man über ihn vermutet. Allahu Akbar. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith Qudsi. Wenn wir sagen Hadith Qudsi, dann sagen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet von wem? Von seinem Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Hadith Qudsi. Was ist ein Hadith Nabawi? Wer sagt mir das? Was ist ein Hadith Nabawi? Na? Die Worte sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beim Hadith Qudsi ist der Sinn von Allah und die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen Hadith Qudsi und dem Koran, liebe Geschwister. Im Koran, jeden Buchstaben, den du liest, du bekommst wie viele Hasanat dafür? Hä? 10 Hasanat. Wenn du ein Hadith Qudsi liest, kriegst du 10 Hasanat? Nein, leider nicht. Und den Koran, den rezitieren wir auf eine bestimmte Art und Weise, während wir Hadith Qudsi ganz normal lesen.
Schaut diese Überlieferung und hört genau hin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu ta'ala." Allah azza wa jall spricht und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht, wann er will, wie oft er will. Und dieses ist ein Ijma' aller Gelehrten. Denn es gibt ein paar Leute, die leider Allah etwas Falsches zuschreiben und sie denken, Allah kann nicht sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sie haben aus Allah eine was gemacht? Eine Götze. Erhaben ist Allah, dass man ihm etwas beigesellt, was er nicht ist, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in dieser Überlieferung: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, fa in dhanna bi khayran falah, wa in dhanna sharran falah." Ich bin so, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie mein Diener von mir denkt. Wenn er gut von mir denkt, so ist das für ihn. Und wenn er schlecht von mir denkt, so ist das ebenfalls für ihn. Subhanallah al-Azim, derjenige, der diese Überlieferung jetzt gehört hat, er weiß eine Sache und er ist reicher an Wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala so ist, wie wir über ihn denken. Das heißt, wenn wir schlecht über Allah vermuten, bekommen wir was Gutes oder was Schlechtes? Schlecht. Was Schlechtes. Und wenn wir gut über Allah vermuten, bekommen wir etwas Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wie viele von uns haben viele Bittgebete gemacht, viel Dua gemacht, aber nach einiger Zeit haben sie es unterlassen, Allah subhanahu wa ta'ala um etwas zu bitten. Warum? Weil sie dachten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Bittgebet nicht erhört. Dass Allah, der Allhörende, ihr Bittgebet nicht erhört oder nicht beantwortet. Und einer hat zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er eine Frau heiratet. Aber er merkt, er hat schon 50, 100 Mal darum gebeten, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre. Und es scheint ihm so, als hätte Allah sein Bittgebet nicht gehört. Ein anderer wiederum, er bittet Allah subhanahu wa ta'ala um eine Arbeit. Ebenfalls verstreicht eine Zeit von über zwei Jahren. Er bekommt keine Arbeit. So denkt er schlecht über wen? Über Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Frau, die vielleicht seit fünf Jahren keine Kinder bekommt. Sie bittet Allah seit fünf Jahren, aber bis jetzt hat sie noch keine Kinder bekommen. Lasst uns Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung: "Al-Ijaba takunu bi-ihda thalath." Die Beantwortung des Bittgebetes erfolgt über drei Wege. Die Beantwortung des Bittgebetes, das heißt, ob Allah dein Bittgebet beantwortet, erfolgt über drei Wege. Imma أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثله. Entweder wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Bittgebet sofort beantworten. Und es gibt Diener Allahs, wenn sie einmal die Hände heben, beantwortet Allah subhanahu wa ta'ala sofort ihr Bittgebet. Wen kennt ihr von den Sahaba radiallahu anhum, dessen Bittgebet sofort erfüllt wurde, wenn er die Hände gehoben hat? Wen kennt ihr? Ihr kennt doch hoffentlich die Sahaba. Ha? Oder sollen wir über Bayern München sprechen, wer die Fußballspieler von Bayern München sind? Wer von den Sahaba gehörte zu denjenigen, dessen Bittgebet sofort beantwortet wurde? Bitte. Na. Kennt ihr niemanden? Mit Überlieferung. Na. Natürlich, wir wissen, es gab geehrte Sahaba, radiallahu anhum. Aber von manchen ist uns direkt überliefert worden, dass ihr Bittgebet erhört wurde. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch für sie Bittgebet gemacht hat. Na. Sa'd ibn Abi Waqqas. Wenn er seine Hände gehoben hat, so erfolgte die Beantwortung des Bittgebetes im selben Zug. Er hebt und die Antwort kommt. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr spricht, bittet mich, so werde ich euch erhören.
vergiss niemals Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Wen kennt ihr noch von den Sahaba? Was denkt ihr über... Na? Ich habe seinen Namen vergessen, aber ein jemenitischer Sahabi, der gut zu seiner Mutter war. Der Prophet hat gesagt, also wenn ihr ihn trefft, dann bittet ihr ihn... Nee, das war kein Sahabi, das ist ein Tabi, Unais. Unais, na. Richtig, aber ich habe über Sahaba geredet. Was denkt ihr? Na? Zubair ibn Awam. Von denen überliefert wurde, dass sie auch ein Bittgebet gemacht haben, welches immer sofort erhört wurde. Al-Bara ibn Malik al-Ansar. Wenn Al-Bara Bittgebet gemacht hat, kam die Beantwortung sofort. Und sie waren in vielen Schlachten. Das war nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kamen die Sahaba radiallahu anhum und sie haben gesagt, Al-Bara, bitte Allah, denn er wird dich erhören. Und so hat Allah eine gesamte Schlacht, die zu verloren sein schien, umgewandelt in eine gewonnene Schlacht. Al-Bara ibn Malik al-Ansari, sogar wurde so oft sein Bittgebet erhört, er wünschte sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, was? Den Märtyrertod. Warum? Weil er Angst hatte, dass die Leute dann denken würden, sie gewinnen die Schlacht nur wegen wem? Wegen Al-Bara. Schaut mal sein Ikhlas. Allahu Akbar. Er wollte nicht, dass die Leute ein falsches Denken haben. Deswegen hat er Allah subhanahu wa ta'ala um diese Sache gebeten. Und Allah azza wa jal, er ist der Erhörer der Bittgebete. Entweder wird das Bittgebet sofort beantwortet. Oder Allah subhanahu wa ta'ala, er schiebt dein Bittgebet auf. Bis wann? Bis zum Jenseits, bis zu Yawm al-Qiyam. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. Bis Yawm al-Qiyamah, warum? Wer sagt mir, was ist die Weisheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet aufschiebt? Bis Yawm al-Qiyamah, na. Derjenige bekommt dann was Besseres in der Akhirah für das, dass er das nicht erhört. Also was denkt ihr, wo brauchen wir mehr Gnaden in der Dunya oder in der Akhirah? Wo brauchen wir eine größere Sicherheit, in der Dunya oder in der Akhirah? Jeder weiß das, in der Akhirah. Das ist ein Tag, an dem ein kleines Kind graue Haare bekommt. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie könnt ihr das leugnen? Ein Tag, an dem ein kleines Kind was bekommt? Graue Haare. So ein kleines Kind wie dieser kleine Süße. Mashallah, wie heißt du, Bruder? Ich denke, du hast einen Namen. Du wirst ihn nur nicht verraten. Du wirst nicht in die Presse kommen, sag es ehrlich. Kein Problem, Schmalins macht dir keine Probleme mehr. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Allah schiebt das Bittgebet auf bis zum Jenseits. Und die dritte Möglichkeit, Allah wendet übel von dir ab, was eigentlich dich hätte treffen sollen. Du warst krank und du hast Bittgebet gemacht. Du hast gesagt, ja Allah, nimm diesen Krebs von mir. Nimm diese Krankheit von mir. Normalerweise sollte diese Krankheit noch schlimmer bei dir werden und bei dir zum Tod führen, aber durch dein Bittgebet wurde was aufgeschoben? Dein Tod oder das Übel, was diese Krankheit noch mit sich bringen sollte. Also hat Allah dein Bittgebet erhört? Frage. Im zweiten Fall, wenn Allah dein Bittgebet aufschiebt bis zum Jenseits, bist du dessen kundig? Weißt du darüber Bescheid? Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich nein. Kannst du sagen, mein Bittgebet wurde nicht erhört? Im dritten Fall, Allah hat etwas übel von dir abgewendet. Weißt du das? Ja oder nein? Nein. Wie kannst du dann sagen, Allah erhört nicht dein Bittgebet? Warum? Weil wir Muslime immer nur danach trachten, dass das Bittgebet sofort erfolgt. Ja, Allah, wie die Leute, ihr kennt sie, der macht zum Dhuhr-Gebet ein Bittgebet und erwartet die Beantwortung zum Asr-Gebet. Ja, Allah, ich habe gewartet bis zum Asr-Gebet, du hast mich warten lassen. Das ist kein Adab. Sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Allah oft um dieselbe Sache gebeten und das ein paar Mal. Frage, bist du besser als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten Allah azza wa jal kennenlernen, weil viele das Bittgebet gelassen haben, weil sie dachten, Allah azza wa jal hat ihr Bittgebet nicht erhört. Aber wir sollten auch eine Sache wissen. Manchmal bitten wir Allah um eine Sache,
die wir gerne möchten, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt sie uns nicht. Hört diese Überlieferung, wallahi al-azim, wer diese versteht, der weiß auch, wie seine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, und er wird Allah azza wa jal noch mehr lieben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'am wash-sharab takhafun 'alayh. Wahrlich Allah, der Erhabene, bewahrt aus seiner Liebe heraus. Aus was? Aus seiner? Aus seiner Liebe heraus einen gläubigen Diener, so wie ihr Menschen eure Kranken nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst um sie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du hast einen Kranken bei dir zu Hause, du weißt, er darf nicht alles essen und trinken. Sagst du ihm, komm, sag mir bitte, was du nicht essen und trinken darfst, damit ich es dir genau gebe? Wirst du nicht zu ihm sagen. Sondern du passt auf, dass du ihm nur Dinge gibst, die was? Ihm schaden oder zum Vorteil sind? Zum Vorteil sind. Deswegen diese Überlieferung, hört sie nochmal. Wahrlich Allah, der Erhabene, bewahrt aus seiner Liebe heraus seinen gläubigen Diener vor der Dunya, so wie ihr eure Kranken nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst um sie. Allahu Akbar. Das heißt, liebe Geschwister, damit wir das übersetzen und jeder Muslim diese Worte versteht, wenn Allah dir eine Sache nicht gibt, dann sollst du wissen, dass Allah dir dieses nicht aus Geiz vorenthalten hat, sondern vielmehr aus seiner Gnade heraus. Allah weiß, dass diese Sache nicht gut für dich ist. Allahu Akbar. Habt ihr dieses über euren Herrn gewusst? Allah gibt euch eine Sache nicht, die ihr auch mögt, weil Allah weiß, dass diese Sache gut oder nicht gut für euch ist. Hä? Dass Allah euch diese Sache nicht gibt, weil sie nicht gut für uns ist, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Schaut mal. الشيبان الراعي رحمه الله تعالى er war einer der Tabi'in. Er sagte zu Sufyan, er sagte: يا سفيان عد من الله إياك عطاء منه لك فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا. O Sufyan, sagte Shayban رحمه الله تعالى, zähle, was Allah dir nicht gibt, als etwas, was er dir gegeben hat. Subhanallah. Zähle als etwas, was Allah dir nicht gibt, als etwas, was Allah dir gegeben hat. Denn wenn Allah dir eine Sache nicht gibt, dann nicht deswegen, weil er geizig ist, sondern vielmehr möchte Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht in Versuchung mit dieser Sache bringen. Ich habe das grob übersetzt, damit man das versteht. Bedeutet. Ein Diener bekommt von Allah nicht viel Geld. Ist das gut für ihn oder schlecht für ihn? Hä? Wir reden über einen gläubigen Diener. Ist das gut oder schlecht für ihn? Was sagt ihr, nachdem ihr das gehört habt? Nein. Gut. Warum? Weil er mit dem Geld nicht umgehen kann. Das heißt, Allah bewahrt uns davor, in eine Prüfung zu geraten, die wir nicht bestehen, aus einem Grund, weil Allah weiß, ob wir mit dieser Sache umgehen oder nicht umgehen können. Bist du auch so arm wie ich, dann Alhamdulillah, sei froh. Wären wir reich? Allahu ta'ala a'la wa a'lam, was wir mit diesem Geld machen würden. Kennt ihr Leute, die Grenzen überschritten haben, als sie Geld gehabt haben? Kennt ihr Leute? Hat Allah sie davor bewahrt? Nein, weil sie keine gläubigen Diener sind. Und genauso, Allah gibt anderen Leuten Geld, weil er weiß, wenn sie kein Geld haben, werden sie Kufr machen. Allahu Akbar. Allah weiß das über jeden einzelnen Diener, liebe Geschwister. Allah ist was? Allweise, subhanahu wa ta'ala. Und du musst als Muslim wissen, dass dich niemand lenkt, außer der Allweise. All das, was du bekommst, ist gut für dich. Aber trotzdem eine Prüfung. Aber Allah weiß, wenn du dich bemühst, dann kannst du diese Prüfung bestehen. Und all das, was du nicht bekommst, Allah gibt es dir nicht,
Nicht, weil er geizig ist oder weil er nicht die Macht hat, dir das zu geben. Wallahi al-Azim, wenn alle Menschen und Djinn sich versammeln würden, die früheren, die jetzigen und die späteren, und jeder hätte ein Bittgebet an Allah, was es auch immer sein mag, Allah könnte jedem das Bittgebet erfüllen und es würde nichts von seiner Herrschaft mindern. Allahu Akbar. Das ist Allah, der Besitzer zwischen Himmel und Erde. Kennst du Allahs Reichtum? Liebe Geschwister, versucht diese Sache bitte zu verstehen. Das nächste Mal, wenn wir Bittgebet machen und wir bitten Allah um eine Sache, erstmal, wir wissen nicht, vielleicht schiebt Allah unser Bittgebet auf. Weil vielleicht gehören wir nicht zu den Dienern, dessen Bittgebet Allah subhanahu wa ta'ala sofort beantwortet. Vielleicht schiebt Allah unser Bittgebet auf oder Allah wendet übel von uns ab, womit wir gar nicht gerechnet haben. Aber auch, was wir gelernt haben, vielleicht gibt Allah uns diese Sache nicht. Allah gibt uns eine Sache nicht, weil er weiß, dass es besser oder schlechter für uns ist. Dass es besser für uns ist, liebe Geschwister. Aber auch, ein Muslim sollte wissen, wenn sein Bittgebet nicht beantwortet wird, so kann es sein, dass er sich von Haram ernährt. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt deine Taten nicht an, wenn du dich von Haram ernährst. Und die Gelehrten, wie Ibn Abdus und andere Großgelehrten sagen, man hat Angst um sie, dass ihre gesamten Taten, was sie nicht verrichten, von Allah, was sie verrichten, von Allah nicht angenommen werde. Warum? Der Beweis. Wir dürfen nicht reden ohne Beweis, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah ist gut und gütig, und er liebt nur was? Das Halal. Und am Ende des Hadith, in dem Hadith, lesen wir über einen Mann. Rajul, yamuddu yadayhi ila as-samaa. Ein Mann erhebt seine Hände in den Himmel hoch und er sagt, Ya Rab. Warum sagt er Ya Rab? Weil er Allah um etwas bittet. Und dann heißt es im Hadith, liebe Geschwister, und das Ende ist sehr wichtig, nachdem wir den Anfang gehört haben, Allah akzeptiert keine Tat, wenn sie nicht gut und gütig ist, wenn sie halal ist. Am Ende des Hadith, er sagt, Ya Rab, und der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sein Essen, seine Nahrung ist aus Haram. Wal'iyadu billah. Es gibt Leute, die essen Haram von einer Haramquelle. Möge Allah uns bewahren. Und seine Kleidung ist Haram, sein Getränk ist Haram, sein Trinken ist Haram, seine Kleidung ist Haram und er hat sich nur von Haram ernährt. Der Prophet Muhammad s.a.w., der nicht aus Begierde spricht, sagt, wie soll sein Bittgebet erhört werden? Tayyib, muss man aufpassen, wenn man dieses Haram tut, dass Allah die was nicht annimmt, die Tat. Das heißt, wenn eine Person ein Bittgebet nicht beantwortet bekommt, könnte auch ein Grund was sein, dass er Haram macht. Aber das Schlimme ist, diese Person, die Haram macht, gegenüber Allah, seinem Herrn, er beschwert sich, dass Allah sein Bittgebet nicht an. Das alles, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen, liebe Geschwister. Manche Leute haben auch eine schlechte Vermutung über Allah, weil sie viel sündigen. Und mit der Zeit verlieren sie die Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihre Sünden nicht vergeben wird. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لو أن العبادة لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبوا. Wenn die Menschen nicht sündigen, so wird Allah ein Volk erschaffen, was sündigt. Abul-Bara, hast du dich versprochen? Ich wiederhole, damit man mich genau versteht. Wenn die Menschen nicht sündigen, dann wird Allah ein Volk erschaffen, was sündigt. Allahu Akbar. Hat Allah uns erschaffen, damit wir sündigen? Nein, nein, warte einen Moment, lieber Bruder. Wir müssen den Hadith noch zu Ende erklären.
فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ. Daraufhin, nachdem sie gesündigt haben, was machen sie? Sie bitten Allah um Vergebung. فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ. So wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Und er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Subhanallah al-Azim. Derjenige, der über Allah denkt, dass Allah ihn seine Sünden nicht vergibt, weil er so viele davon hat, hat er ein gutes oder schlechtes Denken über Allah? Ein schlechtes. Was wird er bekommen dafür von Allah? Was Schlechtes. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister. Und jeder von uns sollte überlegen, die meisten Sünden, die wir gemacht haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die meisten Sünden, die wir gemacht haben, waren Zeugen dabei oder waren wir alleine? Nein. Ich meine keine Engel jetzt. Ich meine nicht Allah und die Engel. Menschen. Allein. Vielleicht waren auch Jinn da. Aber wir reden jetzt von denen, die wir sehen. Die meisten Sünden, die wir gemacht haben, wir waren alleine. Hört diese Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, La yasturu Allah ala abidin fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyah. Allahu Akbar. Allah bedeckt ein Diener in der Dunya. Das heißt, haben ihn andere bei der Sünde gesehen, ja oder nein? Nein. Damit er ihn diese Sünde am Tage der Auferstehung vergibt. Das ist der Hadith. Das ist der Hadith, die Bestätigung in einer anderen Überlieferung, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, يَدْنُوا أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ. Einer wird am Tage der Auferstehung vor seinem Herrn ganz nahe gebracht. Nahe gebracht. Und du wirst Allah verstehen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich verstehen. Nicht, weil du denkst, ich kann nur Kurdisch, Allah wird mich nicht verstehen, möge Allah uns bewahren. Du wirst Allah verstehen und Allah wird dich verstehen. Ein Diener wird nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala gebracht. Schaut mal, wann? Fayaqul, so wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, Abdi, allimta kada wa kada, oh mein Diener. Weißt du noch, als du dieses und jenes getan hast? Was wird der Diener sagen? Na, was soll er anderes sagen? Ich weiß, ja Rabb, ich weiß, mein Herr, ich weiß, was ich getan habe. Dann wird Allah ihn weiter fragen, عبدي علي